Hey du, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris, wir spielen Star Wars. Und zwar, ich weiß nicht ganz, wo wir lang gehen. Wir möchten gerne irgendwo hin. Dort, da oder da. Mal sehen. Was haben wir hier? Halt, nicht schießen. Gleich mal rüber und hol das. Sehr gut. Ah, die können wir sowas von rumscheuchen. Wir sind das letzte Mal hier eingedrungen. Und schalt den Alarm ab, ja? Möchten halt gerne irgendwas holen. Hm? Oh, schön. Das bleibt vielleicht. Ich möchte es gerne versuchen mit reinschleichen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das sein wird. Solange ich meine Kommission bekomme. Da wäre es nicht verkehrt. 5 Jahre. Und das ist mein Lohn? Die noch wegziehen zu können. Javas Einfluss reicht weit. Jeder hat seinen Namen schon mal gehört. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte warten, bis der da hinten sich noch ein bisschen wegbewegt. Schade! Okay, das ist ein bisschen doof. Denk einfach nur an die Kredits. Na toll. Ich dachte, der kommt her und macht irgendwas damit, aber das ist weit gefehlt. Wir warten, bis er seine Runde wieder abschließt. So. Haben wir schon einen davon? Ist hier irgendwas, was wir... Die lassen wir in Ruhe. Ich weiß nicht, wenn wir da lang gehen bei den Roten, ob wir da auffallen. Und dementsprechend... Aufmerksamkeit erregen, das ist dann nicht ganz gewünscht. Deswegen gehen wir weiter hier entlang. Gorak ist mehr als nur ein Was ist das? Er hat dieses Syndikat zu dem gemacht, was es ist. Ich würde mein Leben für ihn einsetzen. Zerfetzt ist nichts. Ja, okay, und dann gibt es wohl noch eins von diesen Dingern. Okay, das war schon ganz gut. Ich dachte, das Gerät fährt runter, also... dass wir dann durchlaufen können, aber das ist nicht der Fall. Hier draußen ist nichts. Ein Job wie jeder andere. Da kommen wir nicht rein. Ist hier hinten was? Ein Tag nach dem anderen. Hier könnten wir hoch oder runter, je nachdem, wo wir gerade uns befinden. Jede Menge Kram, was wir dann später verkaufen werden. Um da ein paar Credits zu generieren. Ah, okay, hier müssen wir runter. Irgendwann muss es doch interessant werden. Weiß nicht, ob der sich nochmal wegmacht. Schlimmer als das kann es nicht werden. Hochjagen. Nix. Jag das hoch. Macht der was? Okay, jetzt macht er was. Halt!
Die Barriere ist deaktiviert. Okay. Komm, nix. Also gut, rauf auf den Turm. Ob es sich lohnen würde, da unten noch mal hinzugehen? Was war das? Pommy, sehr schön. Weiß nicht, ob es zwei Alarme gibt und dann noch viel mehr. Gibt es hier irgendwas drin? Was hier oben zumindest nicht? Ich hasse Wachdienst. Wachsam bleiben. Center. Okay. Finde heran, bist du nicht willkommen, Mensch. Wir gehen weiter. Lassen An die mal. Hier kommt niemand vorbei. Ich finde es gut, dass der nicht aufmerksam geworden ist und uns weiter verfolgt, sondern uns dann einfach mal machen lässt. Zurück auf unsere Posten. Mit der Maus. Da war gar nichts. Das ging ja wunderbar. Heute habe ich es wieder verlernt, als ob ich es zum ersten Mal mache. Ah, schön. Schnell rein. Was können wir hier mitmachen? Das dann hochjagen? Dann lassen wir das mal. Auch da was. War ich leicht erschrocken. Schön, dass der weiß, wo wir hinwollen. Also schön. Dateien. Wo ist diese Konsole? Kann man hochjagen? Hier ist sehr viel zum Hochjagen. Da sind wir voll. Oh, das erste Mal. Hat sich so angefühlt. Ah, da ist eine Konsole, die hier. Dort machen wir gleich weiter. Das dürfte voll sein, das heben wir auf. Weiß nicht, was es hier gibt. Okay, das können wir hochjagen. Oh nein, das Ding hat einen Alarm. Oh. Oh, die Datei ist bloß ein Spotschka-Rezept. Wurde ich reingelegt? Na schön, es soll sich ja lohnen. Die ist verschlüsselt. So. Ich drücke auswählen und es passiert nichts. Okay. Der passt. Mmh.
machen wir es jetzt? Und dieser Kanal ist absolut sicher, Herr Schar. Bitte. Es braucht seine Zeit, jemanden wie Gorak zu stürzen. Wenn ich keinen sicheren Kanal einrichten könnte, wäre ich längst tot. Und nennen Sie mich Tislak. Also gut, Tislak. Ich bin altmodisch. Wenn ich einem Freund einen Dolchstoß verpassen soll, will ich die Person kennenlernen, die mir das Messer reibt. Natürlich, Gouverneur. Und der Alarm geht los. Wenigstens haben wir etwas. Aktiviere die Deckung. Na toll, die Deckung. Wo sind wir da nur reingeraten, Kumpel? Ja, ist voll, die brauchen wir nicht. Fahren wir jetzt um den Aufzug? Oh, die haben den Aufzug gesperrt. Naja, hier. Bei Reaktionen nicht vorhanden. Na gut, okay. Dann heißt es wohl klettern. Wollen wir nach oben? Ich glaube, wir wollen nach oben. Oder? Keine Angst, Nix. Der nächste Auftrag wird besser. Ich denke nicht. Wo wir rauskommen. Und ob wir jetzt mehr von denen? Der Alarm wurde von innen ausgelöst. Verriegelt die Ausgänge. Alles abgeriegelt. Wir haben da hinten was zum Wegschleichen. Ich weiß nicht, wie weit die Person hier geht. Und wie weit wir von ihr da drüben gesehen werden. Vorsichtig, Nix. Ich schaff das. Ich schaff das. Sind wir jetzt schon draußen? Nix? Ist das was?
Ich weiß nicht, ob uns das da oben hilft, das Schiff. Nein, hilft es nicht. Denn wir kommen hier hin. Dann gehen wir mal den Weg weiter. Ich hoffe, das wird klappen. Okay. Ich glaube, wir sind in Sicherheit, Nix. Sehr gut. Wahnsinn, dass das geklappt hat. Baka, wie schnell kannst du das Schiff reparieren? Ich weiß. Du willst weg von Toshara. Aber die Injektoren sind nicht billig. Wirst du bezahlt? Vielleicht. Kennst du jemanden, der etwas für den Beweis zahlen würde, dass ein Pike Gorak stürzen will? Gorak würde was dafür zahlen. Halt diesmal nur meinen Namen daraus. Gut, dann machen wir hier noch. Gehen wir ab die Mission. Können wir gleich so durchfließen? Schneller! Sie brauchen Verstärkung! Wenn das Crimson Dawn war, wird Gorak nicht erfreut sein! Hey, du! Ich? Uff, den Blick kenne ich. Ich bin in der Nähe von Casinos aufgewachsen. Manchmal hört man besser auf. Ich weiß, ich kann es schaffen. Ich brauche nur ein paar Kredits. Den Gewinn teilen wir. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Ach komm. Ach, hier. Ich weiß, wie es ist, wenn einen das Glück verlässt. Danke. Komm später wieder. Du wirst es nicht bereuen. Bin gespannt. Wir haben noch viel, was wir verkaufen können. Ich denke, dass wir es damit auffangen können. Schon gehört? Jemand ist in die Pike-Festung eingebrochen. Wir sind schon so lebensmüde. Mit Gorak würde ich mich lieber nicht anlegen. Da ist er. Goraks Lieblings-Botschka-Rezept. Habe ich den Test seines Kunden bestanden? Frag sie doch selbst. Das ist die Lehre von Crimson Dawn. Habe ich vorhin mit dir gesprochen? Du hast es geschafft? Das sollte mich wohl nicht überraschen. Man sagt, du hast schon etwas viel Größeres gestohlen. Ein Schiff? Das Lieblingsschiff von jemand Wichtigem. Ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Erkennst du sie? Serek Besh hat eine ihrer Besten geschickt. Und die stellt eine Menge Fragen. Ein Todesmahl von Serek Besh? Was hast du denen gesagt? Nichts. Bisher. Arbeite nochmal für uns, dann bleibt es dabei. Die Pikes haben hier das Sagen. Und Crimson Dawn will das ändern. Ich weiß gar nicht, ob das viel ausmacht. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ach komm, wir machen es mal. Ihr wollt was ändern? Einer von Goraks Leuten will ihn verraten. Ein hohes Tier bei den Pikes. Tislak Shah. Wirklich? Ah, sieh mal einer an. Wie du mitspielst. Du lernst schnell. Hier, Treibstoffinjektoren für das Schiff, das du nicht hast. Damit solltest du Toshara verlassen können. Du weißt über alles Bescheid, was? Nur über alles, was uns wichtig ist. Du hörst bald von mir. Also versuch, am Leben zu bleiben. Oh,
Eine Sache noch. Ja? Brams Bein verheilt sehr gut. Danke. Du bist jetzt in unserer Welt, Kay. Bleib wachsam. Bakker, ich hab die Einspritzventile. Zeit zu verschwinden. Das ging ja schnell. Warum so eilig? Die Bahnbrecher braucht Zeit. Zuwendung. Ach, keine Eile. Ich will nur in Bewegung bleiben. Na schön. Sieh mal, ob du mehr Arbeit findest. Die Teile sind nicht ganz billig. Ach, ich rede mit Danka. Aber es muss nicht perfekt sein. Bring sie nur zum Laufen. So, da haben wir schon mal unsere ersten Erfahrungen gemacht. Wir... Hatte ich irgendwie größere Erinnerungen? Na gut. Okay, das ist noch die Festung. Und wir machen für heute Schluss. Beim nächsten Mal reden wir mit ihr, verkaufen ein bisschen Kram. Und bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommt. Okay, dann können wir das dann gleich beim nächsten Mal mit erledigen. Ach, die nehmen wir mit. Okay. Und hiervon können wir bestimmt ganz viel verkaufen und dann dementsprechend noch ein bisschen Geld machen. Sehr schön. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst und gerne bis zum nächsten Mal. Bye.